Genf im Januar 2012. Die Bundespolizei durchsucht die Büros von Gunvor, der Nummer 4 des weltweiten Ölhandels. Es geht um Deals mit der Republik Kongo. Es geht um Öl, um Politik, um zwielichtige Vermittler. Hat Gunvor den Clan des Präsidenten geschmiert, um an lukrative Aufträge zu kommen? Haben sich die Genfer Firma und die korrupten Machthaber auf Kosten des kongolesischen Volkes bereichert? Gunvor weist die Schuld von sich. Doch ein im Geheimen aufgenommenes Video bringt das Unternehmen in Bedrängnis. Tauchen Sie ein in die schmierige Welt des Ölhandels. Eine Geschichte in 6 Akten. Eine Recherche von Public Eye.